An diesem Abend wehte ein Wüstenwind. Es war einer jener heißen Santa Anas, die durch die Gebirgspässe herunterstürmen, an das Haar kräuseln, an den Nerven zerren und auf der Haut jucken. An Abenden wie diesem artet jede friedliche Bierrunde in eine wüste Schlägerei aus. Verschüchterte kleine Hausfrauen prüfen mit dem Daumen, wie scharf ihr Brotmesser ist, und sie studieren finster und nachdenklich die Halslinie ihrer Männer. Es kann alles Mögliche passieren. Man kann sogar ein gut gezapftes Glas Bier in einem Cocktailroom bekommen. Ich jedenfalls bekam eins in einer krumm und lackglänzenden neuen Bar direkt gegenüber, wo ich damals wohnte. Außer mir hockte nur noch ein weiterer Gast an der Theke, der mit nichts anderem beschäftigt schien, als die kleinen Gläser, aus denen er seinen Whisky trank, ruhig an die Lippen zu bringen. Bitte sehr, Ihr Bier, Mister. Das muss man Ihnen lassen. Sie schenken bis zum Rand voll. Wir haben gerade erst eröffnet. Wir müssen unser Geschäft erst aufbauen. Sie waren schon mal hier, nicht wahr? Stimmt. Ich wohne gegenüber im Berglandhaus. Ich heiße John Dermes. Freut mich, Mr. Dermes. Ich heiße Lou Petrol. Kennen Sie den da? Nein. Er sollte nach Hause gehen. Er trinkt heute schon seine Ration für die nächste Woche. An einem Abend wie heute. Lassen Sie ihn doch. Mein Magen ist es nicht und Ihre auch nicht. Hey, Charlie! Noch einen! Entschuldigung, haben Sie hier eine Dame gesehen? Groß, hübsch, braunes Haar, so buntes Bolero-Jäckchen. Kleid aus blauem Seidenkrepp. Sie hat einen breitkrempigen Strohhut auf, so im Samtband. Tut mir leid, die war noch nicht hier. Nicht? Dann ein Scotch, aber schnell. Gerne. Hey, Waldo! Ja? Nein! Mach's gut, Waldo. Der arme Waldo. Ich wette, er hat Nasenbluten gekriegt. Und ihr beiden? Schön ruhig bleiben. Sonst könnt ihr ihm Gesellschaft leisten. Wenn einer eine 22er benutzt, dann heißt das, er ist aus den Federn raus. Wo ist das Telefon? Sind Sie Dermes, der uns angerufen hat? Bin ich. Ich bin Inspektor Kopenick. Das ist mein Kollege Ibarra. Hallo. Ja. Schießen Sie los. Kopenick war groß, mit groben Knochen, einem langen Kinn und einer stark geäderten Nase und glasigen Augen. Er sah aus wie ein starker Trinker. Er sah auch hart aus, aber auf eine Weise, als hielt er sich für härter, als er in Wirklichkeit war. Der andere Ibarra war Mexikaner, oder wenigstens zur Hälfte. Ein glatter, dunkler, ruhiger Typ mit krausem Haar und sanften, intelligenten Augen. Ich gab Kopenick meine Karte. John Dalmers private Ermittlung. Hey Ibarra, er ist einer von den Schnüfflern. Ah ja? Okay, Dalmers. Waren Sie geschäftlich hier? Allerdings. Der Auftrag lautete ein Bier trinken. Auftrag gebe ich selbst. Ich wohne gegenüber im Berglandhaus. Steht auch auf meiner Karte. Ah. Dann erzählen Sie mal. Und lassen Sie nichts aus. Ich erzählte ihm alles. Nicht öfter als dreimal. Beim ersten Mal machte er sich eine allgemeine Vorstellung vom Geschehen. Das zweite Mal brauchte Kopenick, um die Einzelheiten mitzukriegen. Und ein dritter Durchgang war nötig, um ihm deutlich zu machen, dass ich mir nicht widersprach. Ibarra hatte sich nur meine erste Version angehört. Dann kümmerte er sich um den Toten und durchsuchte ihn. Diese Frau interessiert mich. Der Killer nannte den anderen Waldo. Schien sich aber nicht sicher zu sein, ob er hierher kommen würde. Ich meine, wenn Waldo nicht sicher war, dass diese Puppe hier ist, konnte auch kein anderer damit rechnen, Waldo hier zu treffen. Tief durchdacht, Inspektor. Sieht mir aus wie ein Racheakt. Nicht besonders planmäßig und dann noch vor zwei Zeugen. Hey Ibarra, was gefunden bei den Toten?
Er hat keinen Ausweis bei sich, Sam. Dafür einen Haufen Scheine an die $1,000. Blöd. Nur so ein Gedanke. Ja. Was denn? Dieser Waldo wusste genau, wie das Mädchen angezogen war. Er muss heute schon mit ihr zusammen gewesen sein. Ja, na und? Vielleicht muss er mal kurz los, was erledigen. Vielleicht war die Puppe weg, als er wiederkommt. Hat sich's anders überlegt. Soll schon vorgekommen sein. Ja, ja, möglich. Nur wie er ihre Kleidung beschrieb. Ich weiß nicht mal, was ein Bolero-Jäckchen ist. Und Mensch, Stolz, ihr Schleicher müsst wohl jede klare Sache kompliziert machen. Schätze, wir brauchen die Kleine in diesem blauen Kleid gar nicht. Der Killer hat bestimmt genügend Abdrücke hinterlassen. Wenn wir sie nicht in der Kartei haben, gebe ich sie nach Washington durch. Die werden sie bestimmt klassifizieren können. Wenn das alles nichts nützt, Herr Dermes, dann sind Sie dran. Bilder angucken. Wir fuhren zusammen ins Headquarter, wo Lou Patrol und ich unsere Aussagen zu Protokoll gaben. Eine Stunde später, gegen 9, war ich wieder zu Hause. Ich fuhr mit dem Fahrstuhl rauf in den 4., stieg aus. Ich traute meine Augen nicht. Unter dem Strot war gewelltes, braunes Haar zu sehen. Sie hatte große, blaue Augen und Wimpern, die nicht ganz aus Kinn reichten. Ihr Make-up war unaufdringlich und wirkte deshalb nicht bloß auf 10 Meter Entfernung. Das blaue Kleid, das aus Seidenkrepp sein mochte, war einfach im Schnitt und das Ding, das sie darüber trug, konnte gut und gerne ein buntes Bolero-Jäckchen sein. Sie wollte an mir vorbei in den Fahrstuhl. Anstatt sie auf ihr Sandelholzparfum anzusprechen und mit ihr irgendwo ein Highball trinken zu gehen, bewährte sich auch diesmal meine langjährige Gewohnheit, immer das Falsche zu tun. Ist das ein Bolero-Jäckchen? Sie entschuldigen, ich habe es eilig. In der Jacke und mit dem Hut zeigen Sie sich besser nicht auf der Straße. Na, hören Sie mal, was soll das? In den Klamotten erkennt sie jeder. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen. Werden Sie nicht unverschämt. Ich bin Mrs. Leroy und wohne in Apartment 31. Dann sind Sie im falschen Stock. Hier ist nämlich der 4. Ich wohne da vorne, Nummer 42. Kommen Sie. Was erlauben Sie sich? Wie gesagt, ich bin in Eile. Sie gestatten? Das soll kein Überfall sein, Miss. Die Greifer suchen Sie. Und wenn Sie diese Sachen noch länger anhaben, finden die auch, was Sie suchen. Heißt das, ich werde gesucht? Nicht direkt. Aber die Greifer wären noch nicht böse, Sie ausquetschen zu können. Sofern Sie nicht bald raus haben, wer Waldo ist. Waldo? Sie kennen Waldo nicht? Nein. Naja, gut. Gehen wir. Okay. Ich verschaffe uns erstmal 2 gefüllte Gläser. Whisky? Gern. Sie spielen Schach? Gelegentlich. Diesen Whisky setze ich nicht jedem vor. Das kann ich mir... Schluss mit der Komödie. Wer sind Sie? Wie? Die Pistole ist geladen. Hat der Vinci auch verrückt gemacht? Ich bin Privatdetektiv. Ich kann es Ihnen auch beweisen, wenn Sie mir Gelegenheit dazu geben. Augenblick, hier ist meine Karte. Lassen Sie nie wieder jemanden so dicht an sich heran, jedenfalls nicht, wenn Sie es ernst meinen. Außerdem haben Sie das Ding nicht entsichert. Trinken Sie lieber einen Schluck. Sie wollen Geld, nicht wahr? Ach... Dieser Bursche Waldo ist ziemlich groß, ungefähr 1,80. Schlank, dunkle Haare. Dunkler Anzug und ein weißes Taschentuch in der Brusttasche. Sagt Ihnen das etwas? So, das ist also Waldo. Und warum fragen Sie mich nach ihm? Weil er Sie bis aufs i-Tüpfelchen genau beschrieb. Und weil etwas Komisches mit ihm geschehen ist. Drüben in der neuen Kneipe. Wo waren Sie eigentlich den ganzen Abend? Och, ich saß unten in meinem Wagen. Die meiste Zeit zumindest. Und nichts Auffälliges bemerkt? Ja doch, Blaulicht und... Nun, ich dachte, dass irgendjemand verunglückt sei. Verunglückt, so kann man es auch nennen. Ich schilderte ihr, was in der Kneipe gegenüber passiert war. Minutiös und mit überflüssigen Kunstpausen. Denn ich habe genauso viel für Effekte übrig wie jeder andere auch. Und ich verfehlte mein Ziel nicht. Ihr Mund fing an zu zittern und ihre Augen sahen aus wie Nietenköpfe und zeigten genauso viel Ausdruck. Ihr Gesicht schien mir unter dem leichten Make-up weiß zu werden. Ich schien sie regelrecht in Atem zu halten. Aber sie hatte mich die ganze Zeit genarrt. Erzählen Sie mir doch keine Märchen, Sie mit Ihrem Waldo. Ich will Ihnen sagen, wie es wirklich ist. Mein Mann hat Sie engagiert. Dass er so eifersüchtig sein würde. Auf Stan, das konnte ich verstehen, aber auf Joseph Donut, ein Niemand, der einmal unser Chauffeur gewesen ist. Nun mal langsam, werte Dame. Ich habe wohl irgendetwas nicht kapiert. Ich kenne weder Stan, noch kann ich mir vorstellen, dass... Nein, nicht gut genug, Mr. Damas. Nicht annähernd gut genug. Kommen Sie mir jetzt nicht mit, da muss ein Missverständnis vorliegen. Ich kenne euch Privatschnüffler, ihr seid alle das Hinterletzte. Machen wir es kurz. Wie viel? Sie erlauben, dass ich mir eine Zigarette anstecke? Ich fühle mich ein wenig überfordert. Er heißt also Joseph Donut.
Der Killer nannte ihn Waldo. Reden Sie nicht drum herum, wie viel? Warum wollten Sie diesen Joseph treffen? Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht. Erpressung? Ich gedachte, etwas zurückzukaufen, was er mir gestohlen hatte. Etwas sehr Wertvolles im doppelten Sinn. Fast 15.000 Dollar. Es war ein Geschenk von dem Mann, den ich einmal geliebt habe. Er ist tot, verbrannt in einem Flugzeug. Na, alles mitbekommen? Dann laufen Sie zu meinem Mann und erzählen Sie es ihm, Sie schleimige kleine Ratte. Hey, ich bringe ja immerhin 80 Kilo auf die Waage. Ohne Kleidung. Schleimig sind Sie trotzdem. Klar. Und was sollte ich für Ihren Mann rauskriegen? Ihr Seitensprung ist ja schon Asche. Sie Widerling, hören Sie auf, so von Stan zu sprechen. Mein Mann meint wohl, ich treffe mich mit Joseph. Wollte ich auch, aber nicht, um mit ihm ins Bett zu gehen. Nicht mit so einem. Ich habe es nicht nötig, so weit unter Niveau zu gehen, wenn ich mich amüsieren will. Das haben Sie in der Tat nicht nötig. Okay. Wir haben uns jetzt eine Reihe Nettigkeiten an den Kopf geworfen. Wie wäre es, wenn wir uns wieder an die Fakten hielten? Vor allem Sie. Ich habe Ihnen erzählt, was ich weiß, und ich habe Ihnen auch gesagt, wer ich bin. Und Sie? Ihre Karte, die Sie mir gegeben haben, die besagt gar nichts. Sowas kann sich jeder drucken lassen. Sicher. Und wahrscheinlich bin ich auch gerissen genug, seit 2 Jahren hier zu wohnen, um Sie heute abzufangen und erpressen zu können. Völlig klar. Sie sind genau das, was ich nicht ausstehen kann. Ich gehe jetzt. Auch gut. Nur noch eins. Das Apartment 31. Haben Sie es wirklich gemietet? Werden Sie nicht albern. Ich? Hier in dieser Gegend? Es ist seins. Joseph Donuts? Ja. Und die Beschreibung von Waldo? Passt genau auf Joseph. Na, immerhin etwas. Joseph rief mich an, er sagte mir, wo er wohnte. Er wollte mich unten auf der Straße treffen, aber ich kam zu spät und die Straße war voller Polizei. Also wartete ich. Später ging ich zu seiner Wohnung, aber er war nicht da. Insgesamt war ich 3-mal hier im Haus. Beim letzten Mal, da traf ich dann Sie. Das ist alles. Sie erwähnten vorhin Ihren Mann. Er ist auf einer Tagung. Ah, auf einer Tagung. Mein Mann hat häufiger Tagungen. Er ist Spezialist für Hydroelektrik. Schon gut. Er kann mich ja mal zum Essen einladen und es mir selber erzählen. Und Joseph? Ist er wirklich tot? Mausetot, werte Dame. Joseph Waldo, oder wie immer er geheißen haben mag, ist tot. Was er auch gegen Sie in der Hand gehabt hat, das ist nun totes Kapital. Niemand hat davon noch einen Nutzen. Tja. Bevor Sie gehen, geben Sie mir noch Ihren Hut und die Jacke. Kann sein, dass unten ein übereifriger Beamter rumlungert. Geben Sie her. Ich weiß nicht. Ja, keine Sorge, ich pack's in meinen sauberen Hemd. Warum tun Sie das alles? Wird wohl am heißen Wind liegen. Oder fällt Ihnen noch was anderes ein? Wer? Ja, rein. Ich wusste selber nicht, weshalb ich so viele Umstände machte. Ich stellte die Gläser in den Abwasch, knarrte mit meinem Stuhl und gähnte hörbar. Dann erst ging ich zur Tür und öffnete. Ich erkannte ihn nicht sofort. Vielleicht lag es daran, dass er den Hut, den er in der Kneipe aufgehabt hatte, jetzt nicht trug. Aber ich erkannte die Pistole, die er in der Hand hielt. Die automatische 22er, mit der er Waldo umgelegt hatte. Sein Gesicht zeigte ein seltsam entschlossenes Grinsen. Ich war wie gelähmt. Ich bin's. Los! Aber keine zu hastigen Bewegungen, Sportsfreund. Allein? Ich bin allein. Und das da? Zum Schach gehören 2. Sehen sich die Stellung der Figuren an. Es geht ums Problem. Jedenfalls bin ich allein. Ist auch völlig gleich. Bin so oder so erledigt. Morgen schiebt mir doch irgendein Bulle seine Knarre in die Rippen. Wenn nicht morgen, dann nächste Woche. Was soll's? Mir hat bloß Ihre Visage nicht gefallen, Freundchen. Und die von dem Typen hinter der Bar auch nicht. Ein alter Knastbruder wie ich hinterlässt keine sauberen Fingerabdrücke. Nicht mal, wenn er gesoffen hat. Alles, was noch gegen mich spricht, sind 2 Zeugen. Und die müssen weg. Leuchtet ein, was? Was war mit Waldo? Waldo, das Schwein? Bei einem Bruch in Michigan hat er mich verpfiffen. Hat den Kronzeugen gemimt. Mir hat's 4 Jahre gebracht und er ging frei aus. 4 Jahre Michigan sind kein Erholungsurlaub. Michigan ist ein gutes Stück weg von hier. Woher wussten Sie, dass er hier ist? Ich wusste gar nichts. Vorgestern habe ich ihn plötzlich auf der Straße gesehen und wieder verloren. Seitdem habe ich nach ihm gesucht. Und heute hat's ja wohl geklappt. Wie geht's, Waldo? Er ist tot. Ich kann's also immer noch ganz gut. Haben die Bullen schon spitz, wer ich bin? Ich berichtete, was ich vom Stand der Ermittlungen wusste. Es war nicht viel, aber ich machte einen Kurzroman daraus, um Zeit zu gewinnen. Dann ging es plötzlich nicht mehr nur um mich.
Die Tür zum Nebenzimmer zeigte einen Spalt Dunkelheit, der sich immer mehr verbreiterte. Die Frau trat aus der Tür, ihre Pistole in der Hand. Es tat mir leid um sie. Sie würde versuchen, zur Haustür zu kommen oder schreien. So oder so hieß das Feierabend für uns beide. Okay, okay, Sportsfreund. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Sieht so aus, als ob die Bullen nix ahnen. Hey, was meinen Sie, warum ich hier bin? Sie haben mein Gespräch mit dem Barkeeper belauscht. Ich habe ihm erzählt, wer ich bin und wo ich wohne. Schlaumeier. Aber das ist wie? Ich habe gefragt, warum? Sparen Sie sich das. Der Henke wird Sie auch nicht danach fragen, wenn er zu Ihnen kommt. Hart im Nehmen, was? Wenn Sie mich mit der Kanone noch weiter mal skizzeln, werde ich mich übergeben müssen. Er lächelte und bewegte die Pistole langsam zu meinem Herzen und fragte, ob es mir da lieber sei. Die Frau schwebte derweil irgendwo hinter ihm. Ich hatte mich gründlich in ihr getäuscht. Sie wollte nicht zur Tür. Sie pirschte sich an den Rücken des Killers heran, Zoll für Zoll. Nichts war je lautloser als die Art, wie sie sich bewegte. Ich starrte angestrengt in das Gesicht des kahlköpfigen Mannes, sehr angestrengt. Er sollte um nichts in der Welt seine Augen von mir abwenden. Sie zittern ja. Angst? Ja, sicher. Aber ziehen Sie sich nicht über die ganze Nacht hin. Mir gefällt das aber. Bin nun mal so. Und wenn ich schreie? Schreien? Na los, schreien Sie. Schreien Sie doch. Ich schrie kurz auf. Als hätte ich ihr damit das Stichwort gegeben, stieß sie ihm ihre Pistole hart in die kurzen Rippen. Er musste reagieren. Es war wie ein Kniereflex. Sein Mund schnappte auf, seine Arme wurden unwillkürlich seitlich hochgerissen. Ich ließ mich wegsacken und rammte ihm das Knie mit aller Kraft in die Leistengegend. Sein Kinn kam nieder. Ich hieb darauf, als wäre es der letzte Schienennagel der ersten Transkontinentalstrecke. Die Waffe sprang ihm aus der Hand und er sagte stöhnend zur linken Seite. Damit gehöre ich Ihnen, mit allem, was ich habe, jetzt und immer. Ich muss weg. Bitte lassen Sie mich gehen. Mordkommission, Inspektor Kopernik. Dames. Dames, sieh mal einen an. Wetten, Ihnen ist noch was eingefallen. Haben Sie schon raus, wer der Killer ist? Kann ich Ihnen nicht sagen, Delmes. Tut mir furchtbar leid. Aber Sie wissen ja, Ermittlungsarbeiter dürfen mir nichts mitteilen. Ist mir auch wurscht. Aber kommen Sie doch mal vorbei und kratzen Sie ihn bei mir vom Fußboden. Verdammt. Bleiben Sie dran, ich mache mal eben die Tür zu. So, und jetzt reden Sie. Er ist gefesselt und gehört Ihnen. Kam, um einen Zeugen um die Ecke zu bringen. Ich musste ihn mit dem Knie behandeln, aber er wird sich schon davon erholen. Sagen Sie mal, ist noch jemand bei Ihnen? Nein, niemand. Wieso? Sorgen Sie dafür, dass es so bleibt. Praktisch bin ich schon da. Kopernik kam allein. Ibarra hatte er wohlweislich nicht mitgebracht. Er drängte rasch herein, schob mich mit einem gespannten Grinsen ins Zimmer zurück und lehnte sich gegen die Tür. Ein großer, harter, knochiger Mann mit flachen, grausamen Augen. Er fixierte den Burschen am Boden, kniete sich dann rasch neben ihn und tauschte die Handschellen gegen eigene aus. Als der Killer einmal aufmuckte, versetzte ihm Kopernik einen fürchterlichen Schlag auf den Mund. Der Schlag riss ihm den kahlen Kopf bedenklich weit nach hinten. Blut tröpfelte aus dem unteren Mundwinkel. Kopernik ließ sich von mir ein Handtuch geben und stopfte es dem Killer zwischen die Zähne, hart und bösartig. Dann forderte er mich auf zu berichten, und ich berichtete dies und das und ließ dabei die Frau völlig raus. Ohne sie klang die Geschichte etwas seltsam, beinahe komisch. Der Kerl hier verwendet eine 22er. Das tut er, weil er so gut mit der Knarre ist, dass ihm das kleine Kaliber reicht. Das heißt, er ist wirklich gut damit. Okay. Kommt hierher, bohrt ihm die Waffe in den Bauch und verkündet, er will sie für immer fertig machen. Sie sind allein, keine Waffe. Aber Sie schaffen ihn. Müssen ja verdammt gut in Form sein, Dermes. Wo ist der Haken? Versuchen Sie nicht, einen alten Polypen aufs Kreuz zu legen. Was wollen Sie mehr, Kopernik? Das ist ein fetter Brocken und Sie kriegen ihn von mir geschenkt. Was soll das? Worauf wollen Sie hinaus? Okay, okay.
Sie wissen ganz genau, dass ich ihn allein nie geschafft hätte. Und der schießt auf alles, was er sieht. Habe ich doch gewusst. Und wer war noch hier? Ein Junge. Er hat versucht, eine Tankstelle auszunehmen, ging aber schief. Ist eigentlich kein übler Bursche, ich kenne die Familie. Jedenfalls, er wollte raus aus der Stadt und sich bei mir Geld pumpen. Und als es klingelte, ist er dort ins Nebenzimmer. Und das Früchtchen hatte eine Waffe? Richtig, und er schlich sich hinter ihn. Dazu gehört schon was, hm? Geben Sie ihm eine Chance, Kopenick. Halten Sie ihn raus aus der Sache. Ich bin bei der Mordkommission. Einbruch ist nicht mein Ressort. Haben Sie schon eine Idee, wie man den Jungen raushalten kann? Haben Sie die Kugel nach Waldes Leiche? Klar. Sie sind ein gründlicher Arbeiter, Kopenick. Sie übersehen nichts, lassen keine Möglichkeit aus. Sie waren zu mir gekommen, um zu sehen, ob ich eine 22er besitze. Ja. Und was ist mit dem da? Da wird schon was drauf geben, was ein Killer sagt. Okay. Ich war also hier. Es klingelt. Ich rein ins Nebenzimmer. Er bohrt ihnen die Knarre in den Bauch und ich schleiche mich an ihn ran. Ich schlag ihn nieder. Sie hatten ja keine Waffe. Also, als er drauf und dran ist, sie umzublasen, lenke ich ihn ab und lege ihn mit meiner Linken auf den Teppich. Klar? Klar. Auch nachher beim Protokoll? Auch nachher. Gut, ich werde Sie decken, Dolmes. Wer mich richtig behandelt, kann immer mit mir rechnen. Und wegen des Jungen geben Sie Bescheid, wenn er Hilfe braucht. Noch was, Ihr Kollege Ibarra. Wird er nicht sauer sein, dass alles so ohne ihn läuft? Der Max, der soll sich doch zum Teufel scheren. Machen Sie bei unserer Geschichte keinen Fehler, Freundchen. Im Headquarter zog Kopenick seine Show ab. Mindestens 5-mal stellte er sich für die Fotografen in Position. Kopenick mit der 22er in der Hand, Kopenick meine Hand schüttelnd, Kopenick mit strengem, verschlossenem Blick. Und auch der Bericht, den er zu Protokoll gab, ließ an seiner bedeutenden Rolle keine Zweifel zu. Ibarra saß die ganze Zeit ruhig dabei. Seinen Hut tief über die Augen gezogen, verfolgte er die Szene. Ab und zu hing ein kleines Lächeln an den Winkeln seiner fein geschnittenen lateinischen Lippen. Er gab zu all dem keinen Kommentar ab. Und allmählich begann auch ich daran zu glauben, dass der Bluff funktionieren würde. Endlich gegen Mitternacht stand ich wieder vor dem Berglandhaus. Alles schien wie gehabt. Mr. Damas, bitte. Sind Sie total verrückt? Was machen Sie noch hier? Steigen Sie doch ein. Vorhin, da war ich nicht besonders nett zu Ihnen, nicht? Oh, Sie haben mir nur das Leben gerettet, weiter nichts. Und dann? Was ist dann noch passiert? Ich habe die Polizei angerufen und deinem traurigen Bullen eine lustige Geschichte erzählt. Ich habe ihm das Verdienst an der Festnahme überlassen. Und damit hat es sich. Übrigens, der Typ, den Sie mir vom Mars geschafft haben, hat Waldo getötet. Das heißt, Sie haben nichts von mir erzählt? Meine Liebe, Sie haben mir nun mal eben das Leben gerettet. Dafür haben Sie einiges gut bei mir. Von mir hat niemand erfahren, dass es Sie gibt. Selbst ich weiß ja nicht mal Ihren Namen. Oh, ich bin Mrs. Frank C. Barsley, 212 Freeman Place, Telefon 24596. Ist es das, was Sie wissen wollten? Danke. Ja. Sie sind wegen Ihrer Klamotten gekommen. Ich springe eben rauf und hol Sie ihn. Das hat Zeit. Ich will viel mehr. Ich will meine Perlen. Ach ja, natürlich. Bisher hatten wir erst einen Mord, eine geheimnisvolle schöne Frau, einen wahnsinnigen Killer, eine heldenhafte Rettungsaktion und einen korrupten Bullen und jetzt noch Perlen. Okay. Was ist mit Ihren Perlen? Ich wollte doch meine Perlen von Joseph Donut alias Waldo zurückkaufen. Er hätte sie eigentlich bei sich haben müssen. Keine Perlen. In seinen Taschen war viel Geld, aber keine Perlen. Und in seinem Apartment? Könnten sie nicht da versteckt sein? Sicher, soweit ich weiß, überall, nur nicht in seinen Taschen. Wie ist Ihr Vorname? Lola. Lola. Der Duft, den Sie mit sich rumtragen, der hat's ganz schön in sich. Und Mr. Barsley, wie geht's ihm in dieser heißen Nacht? Er ist immer noch auf seiner Tagung, sonst wäre ich kaum hier. Sie hätten ihn ja mitbringen können. Vielleicht hinten auf dem Notsitz als Anstandswaffe. Ich glaube nicht, dass er da mitgemacht hätte. Frank wiegt gut 2 Zentner, ist ein ziemlicher Brocken. Sehe ich so aus, als ob ich einen Anstandswaffe brauche? Ach, was zum Teufel reden wir eigentlich für dummes Zeug? Ich weiß nicht, keinen besseren Vorschlag? Vielleicht. Wie wär's denn damit? Ich wollte, dass Sie das tun, John. Wissen Sie, ich war nicht immer so. Erst seit Stan in seinem Flugzeug umgekommen ist.
Sonst wäre ich jetzt Mrs. Phillips. Stan hat mir auch diese Perlen geschenkt. 41 weiße Perlen. Die größte etwa ein Drittel Zoll groß. Sie haben einmal $15,000 gekostet. Diese Perlen bedeuten mir sehr viel. Ich habe Stan geliebt, so wie man es nur einmal im Leben tut. Die Kette ist das Einzige, was mir von ihm geblieben ist. Was erzähle ich Ihnen denn da? Erzählen Sie weiter, Lola. Sie hatte eine einfache Schließe aus Silber in der Form eines zweiflügeligen Propellers. Auf dem Druckknopf war ein kleiner Diamant. Frank, meinem Mann, habe ich erzählt, es seien Warenhausperlen, die ich mir besorgt hätte. Er kennt sich in solchen Dingen nicht aus. Es ist auch gar nicht so leicht festzustellen, ob man echte Perlen oder Imitationen vor sich hat. Kennen Sie die Geschichte von der Ehefrau und den echten Perlen und wie sie ihrem Mann erzählt hat? Ich habe die Geschichte gelesen. Joseph war unser Chauffeur. Ich habe ihn eingestellt. Mein Mann war damals in Argentinien. Ich war ziemlich einsam. Sie und einsam? Ab und zu haben wir ein, zwei Gläser zusammen getrunken. Mehr ist nicht gelaufen. Aber Sie haben ihm von Stan und den Perlen erzählt, hm? Dann kam Ihr Riesenbaby aus Argentinien zurück. Ja, und warf Waldo raus, weil er fand, er sehe für einen Chauffeur eine Spur zu gut aus. Und Waldo ließ die Perlen mitgehen. Er wusste, was sie wert sind und bot sie ihn zum Rückkauf an. Genau. Polizei kam natürlich nicht in Frage. Und zu Ihrem Mann konnten Sie auch schlecht. Sie sagten, die Perlen sind 15 Riesen wert. Wallers Apartment ist Nummer 31. Ja. Wäre das wohl zu viel verlangt von Ihnen? Mein Honorar habe ich ja schon. Ich werde mal nachsehen. Die Türen hier im Haus sind nicht sehr widerspenstig. Das ist ganz furchtbar lieb, John. Ich warte hier. Ich gelangte zu Wallers Apartment, ohne irgendjemandem zu begegnen. Ich klingelte zweimal. Keine Reaktion. Ich zog die dicke, harte Zelluloidscheibe, die vorgab, meinen Führerschein zu schützen, heraus und zwängte sie zwischen Türfüllung und Schloss, stemmte mich kräftig gegen den Klinkenknauf und drückte die Tür in Richtung der Angeln. Die Kante des Zelluloids griff auf der Schrägung des Schlossbolzens und ließ ihn zurückschnappen. Es gab einen spröden Laut, wie wenn ein Eiszapfen bricht. Die Tür gab nach und ich trat in Wallace Apartment. Ich machte Licht und hielt nicht nur länger nach Perlenausschau, ich erblickte einen Mann. Er war klein, Anfang 40 vielleicht, und hatte sehr dunkle Haut. Er trug einen rehbraunen Anzug mit einer weinroten Krawatte, schwarze Schuhe, fein poliert. Er lag quer über das heruntergeklappte Wandbett. Seine Augen waren weit aufgerissen und starrten ins Nichts. Die Zunge hing ihm weiter heraus, als ich es je bei einer Zunge für möglich gehalten hatte. Ich brauchte den Mann nicht zu berühren, um zu wissen, dass er kalt war wie Eis. Neben dem Bett lagen der Hut des Toten und ein Ledergürtel. Der kleine Mann hatte keine Brieftasche. Ich fand ein silbernes Zigarettenetui, ein Streichholzheftchen vom Spezia Club und einen Schulterhalfter mit einer 9mm Mauser darin. Die Mauser machte ihn zum Profi, was mich ein wenig beruhigte. Aber ein guter konnte nicht gewesen sein. Außerdem hatte er eine Schlüsseltasche mit 4 neuen Wagenschlüsseln bei sich. Auf dem Tischchen stand in Goldbuchstaben Richard K. Teitelbaum, Ihr Packardhaus. Dann noch etwas Silbergeld, ein goldenes Springmesser und einige Taschentücher. Das war alles. Ich sah mich noch kurz nach den Perlen um, fand aber nur das bisschen Krempeln, das ein alleinstehender Mann so braucht. Nach 20 Minuten war ich wieder unten bei Lolas Wagen. Na, was gefunden? Allerhand, aber keine Perlen. Trotzdem danke, dass Sie es versucht haben. Dann werde ich mich wohl damit abfinden müssen. Soll ich Sie, ich meine... Sie fahren jetzt nach Hause. Egal, was passiert, mich haben Sie nie gesehen. Wahrscheinlich werden wir uns sowieso nicht wiedersehen. Das fände ich aber schade. Viel Glück, Lola. Die Scheinwerfer flammten auf, der Motor erdröhnte und Lola Baselis Coupé verschwand. Ich stand da an der Stelle, wo es eben noch gestanden hatte, und betrachtete die Rückseite eines Packard-Cabrios, das funkelnagelneu zu sein schien. Ich versuchte mir einiges über Lola zusammenzureimen, ließ es aber bald bleiben, denn im Geiste betrachtete ich etwas ganz anderes. Einen Satz nagelneuer Wagenschlüssel in einem Täschchen mit dem Aufdruck Ihr Packardhaus. Oben. In der Tasche eines Toten. Es war verrückt. Ich ging ein zweites Mal in Walders Apartment und zog der kleinen, dunkelhäutigen Leiche die Schlüssel aus der Tasche. 5 Minuten später war ich wieder beim Cabrio. Die Schlüssel passten. Die Eintragung auf dem Schildchen am Armaturenbrett besagte, dass eine Miss Eugenia Kolschenko irgendwo im Westen der Stadt die Besitzerin war. Eugenia Kolschenko wohnt in einem kleinen Haus nahe eines Canyons gleich hinter Sawtell. Ein Stückchen weiter war eine jener Partys im Gange, bei denen die Gäste schließlich im Freien landen, Flaschen auf dem Gehweg zerschmettern und dazu ein Gebrüll anstimmen, als hätte Yale gegen Princeton ein Tor geschossen.
Auf mein Klingeln öffnete mir eine schlanke, gierige Brünette mit rotgeschminkten Backenknochen und einem Mund wie geschaffen für dreistöckige Sandwiches. Dazu ein knallrot-goldener Pyjama, Sandalen, vergoldete Zehennägel. Sie war nicht schön, sie war nicht einmal hübsch, aber sie sah aus, als ob in ihrer Nähe immer ganz schön was los war. Ein kurzes Flackern in ihren glänzenden, schwarz gerenderten Augen zeigte mir, dass ich nicht der Mann war, auf den sie gewartet hatte. Was gibt's, junger Mann? Verirrt? Von der Party da drüben? Ja, ja, tolle Party. Ich bringe nur Ihren Wagen. Haben Sie ihn nicht vermisst? Was haben Sie gesagt? Ihr Wagen. Sie sind doch Miss Goltschenko. Ja, bin ich. Verdammt, was wollen Sie? Hier, meine Karte, ich bin Detektiv. Detektiv? Ja. Dieser verdammte Wind macht meine Haut trocken wie Papier. Kommen Sie rein. Wir sind ja schon mittendrin. Und jetzt Schluss mit dem Geplänkel. Wer war er, der kleine braune Bursche? Sie wollen eine Belohnung fürs Wagen bringen. $50 sind wohl gut bezahlt, oder? Der kleine braune Bursche ist tot. Von irgendwoher näherten sich Schritte. Ein großer, hart aussehender Mann erschien. Er trug einen purpurroten Morgenmantel über dem Pyjama. Seine rechte Hand hielt etwas in der Manteltasche. Er kam heran, das Kinn gereckt, die farblosen Augen, graues Eis. Er sah aus wie ein Mittelstürmer, und zwar wie einer, der sich so leicht keinen Ball abnehmen ließ. Was ist los, Schätzchen? Gibt's Schwierigkeiten? Er hat meinen Wagen gebracht. So ist es. Schön. Deswegen können Sie aber trotzdem Ihren Hut abnehmen, nur so als Tipp in Benehmenszwang. Danke. Okay. Sie sind also wegen Miss Kolschenkos Wagen gekommen. Dann erzählen Sie mal und keine Mätzchen. Ich habe eine Pistole hier in der Tasche und kann damit umgehen. Bitte. Der Mann, der ihn ausgeborgt hatte, konnte ihn nicht zurückbringen. Und? Immer so ein harter Bursche oder nur, wenn Sie ein Pyjama anhaben? Lassen Sie doch Ihre Mätzchen. Warum konnte er ihn nicht zurückbringen? Was ist mit Ihrem bezaubernden Goldstück? Die ist in Ordnung, Sie können ruhig reden. Nun? Er konnte ihn nicht zurückbringen, weil ihm jemand das Lebenslicht ausgepustet hat. Ach ja? Und haben Sie ihn umgebracht als Beweisstück? Wenn Sie sich eine Krawatte umwerfen, fahre ich Sie hin und zeige Ihnen die Bescherung. Wer zum Teufel sind Sie eigentlich? Ihr Goldstück hat meine Karte. Er heißt John Delmas und ist Privatdetektiv. Frank, sag ihm, dass er mich nicht immer Goldstück nennen soll. Schon gut, Schätzchen. Alles unter Kontrolle. Privatdetektiv. Ja. Also, Mr. Delmas, ich soll mit Ihnen kommen und mir irgendjemand ansehen. Warum? Vielleicht, weil er den Wagen gestohlen hat. Vielleicht. Ist ein Gedanke. Aber wer? Ein kleiner brauner Bursche hatte die Schlüssel bei sich. Er hatte den Schlitten vor dem Berglandhaus abgestellt. Könnte was dran sein. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich gehe mal in die Küche und hole uns was zu trinken. Okay. Die Polizei hat heute wohl frei. Karneval oder so. Bitte? Sie erzählen mir eine merkwürdige Geschichte, angeblich mit Mord und keine Bullen. Noch weiß die Polizei nichts davon. Ich bin allein hier. Mhm. Könnte sein, dass Sie einen Einfall haben, den ich mir anhören sollte. Ich servierte meine Geschichte. Es war wieder mal nicht alles wahr dran, aber einiges schon. Ich erzählte ihm vom Berglandhaus und dass Waldo und ich darin wohnten. Und dass ich Waldo aus geschäftlichen Gründen wegen ein paar pikanter Briefe beobachtet hätte. Ich erzählte ihm auch von der Kneipe und wie es Waldo erwischt hatte. Von dem Bolerikin sagte ich nichts. Ich hielt Lola völlig raus aus der Geschichte. Der große, hart aussehende Mann hörte mir mit eher skeptischer Miene zu und behielt die rechte Hand nach wie vor dort, wo er sie seit seinem Auftritt gehabt hatte, und seine Pistole. Das Goldstück brachte uns zwischendurch Whisky. Dann krüllte sie sich wie zuvor wieder auf ein Sofa. Sie brauchte dazu das ganze Sofa. Sie hatte jede Menge Bein. Dabei beobachtete sie mich mit einer Mischung aus Misstrauen und Neugier. Was für ein Waldo. Was für geschäftliche Gründe. Sie haben vielleicht keine Geheimnisse. Ich schon. Der Polizei habe ich nicht erzählt, dass ich Waldo kenne. Später nahm ich mir dann die Freiheit, sein Apartment zu durchsuchen. Und? Was gefunden? Die Briefe nicht. Dafür einen Toten, erdrosselt. Ein kleiner brauner Mann, Anfang 40, wahrscheinlich Südamerikaner. Er trug einen rehbraunen Anzug. Okay, okay, Dames. Ihr Einfall ist gut, ich beiße an. War es eine Pressegeschichte, der Sie nachging? Ja. Das Komische dabei war, dass der kleine Mann schwere Artillerie unter dem Arm trug, einen Mauser. Aber 500 Eier in 20ern hatte er nicht zufällig dabei. Zufällig nicht. Aber Waldo hatte jede Menge Kies in den Taschen, als er gefunden wurde. Sieht so aus, als hätte ich diesen Burschen unterschätzt. Tja, ich habe mich wohl getäuscht. Folgendes. Ich habe zurzeit einen Scheidungsprozess am Hals. Miss Kolschenko, Sie verstehen. Danke, Schätzchen.
Ich bin zwar keine stadtbekannte Größe, aber zusätzlichen Ärger kann ich trotzdem nicht brauchen. Ich habe niemanden umgebracht und Sie wohl auch nicht. Und so wie Sie die Sache darstellen, haben Sie im Präsidium ein ziemlich dickes Ei gelegt. Was soll's? Das Leben ist nun mal kein Zuckerschlecken. Sie sehen mir aus, als wenn Sie in Ordnung wären. Gibt's eine Lösung? Denke schon. Es wird nur ein bisschen was kosten. Das war klar. Wie viel? Sagen wir nochmal 500. Ließe sich machen. Und was springt dabei raus für mich? Ich werde versuchen, Ihren Namen nicht zu erwähnen. Schaffe ich es nicht, brauchen Sie nicht zu bezahlen. Mhm. Wer war der kleine braune Mann in Waldos Apartment? Er hieß Leonardiles aus Argentinien. Ich habe einen Job, bei dem man viel rumkommt. Ich habe ihn mal mitgebracht. Er jobbt im Spezer Club unten am Strip. Ich gab ihm $500, damit er zu diesem Waldo geht, um ein paar Rechnungen zu kaufen. Rechnungen für Zeugs, das Miss Kolschenko auf meinen Namen gekauft hat und hierher liefern ließ. Nicht besonders schlau, mein Schätzchen. Kann ich was dafür, dass du so einen merkwürdigen Chauffeur hast? Waldo hat diese Rechnungen wohl in die Finger gekriegt. Und der Freund aus Argentinien hat wohl versucht, den Preis ein wenig zu drücken. Und meinte vielleicht, im Haus, er würde seine Argumente stützen. Waldo sah das aber anders und kam ihrem Mann zuvor. Erpresser sind selten Killer. Kann es sein, dass Waldo die Nerven verlor und Leon einfach eine Idee zu lange den Hals zugedrückt hat? Möglich. Jedenfalls musste Waldo sich dünne machen. Nur er hatte vorher noch eine zweite Verabredung, bei der er auch absahen wollte. Und dabei ist er einem alten Bekannten über den Weg gelaufen, der besoffen genug war, ihn umzulegen. Verdammt viele Zufälle im Spiel. Das macht der Wind. Heute Nacht drehen alle durch. Also, wegen der 500. Ich bleibe außen vor, sonst kriegen Sie nichts. Was so gemeint? Genau so. Einverstanden. Sie haben übrigens recht mit dem Wind und dem Durchdrehen. Na, noch was. Der Killer aus der Kneipe ist mit Waldos Wagen getürmt. Kann sein, dass aus dieser Richtung noch was nachkommt. Denn Waldos Zeug muss in seinem Wagen gewesen sein. Sie meinen die Rechnung und Ihre Briefe. Richtig. Von der Polizei dürfte nichts zu befürchten sein. Die behandeln solche Sachen recht vernünftig. Außer Ihr Name verschafft denen Publicity. Wie heißen Sie überhaupt? Frank C. Basley. Ich hatte die ganze Zeit mit Lolas Mann gesprochen. Doch es warf mich längst nicht so vom Stuhl, wie ich gedacht hatte. Auf einmal gab es überhaupt keine Zufälle mehr. Auf einmal war alles nur zu logisch. Ein Taxi brachte mich zurück zum Berglandhaus. Ich sah auf meine Armbanduhr, es war fast 3 Uhr früh. Ich fuhr mit dem Fahrstuhl zum 4. Stock, stieg aus und konnte sie riechen. Es roch nach Polizei. Die Tür zu meinem Apartment war unverschlossen. Kopernik saß da, mit einem steifen, unfreundlichen Grinsen auf dem Gesicht. Ibarra ihm gegenüber auf der anderen Seite des Raumes, ganz still, wie gewöhnlich mit halbem Lächeln. Auf meinem Schachtisch lagen Lolas Jacke und ihr Strohhut. Hallo, lange nicht gesehen. Mit einer Süßen ausgewesen, bisschen amüsiert. Nehmen Sie ruhig Platz, fühlen Sie sich wie zu Hause. Schon gewusst, dass Ihr Schnaps alle war? Hätte ich mir denken können. Ich habe euch Privatdetektive immer gehasst, aber ich habe noch nie die Chance gehabt, einem den Hals umzudrehen, so wie heute Abend. Wette, Sie sehen entzückend aus, wenn Sie das hier anhaben. So exquisite Sachen einfach zwischen die alten Hemden gestopft. Pfui, Dalmes. Kein Stil. Also, woher haben Sie die Klamotten? Von einer Dame. Ach nee. Hat man sowas an Frohsinn schon mal gesehen? Ihr dreckigen Schnüffler habt mich schon immer krank gemacht. Ich will Ihnen sagen, welcher Dame Sie gehören. Genau der, nach der sich ein gewisser Waldo erkundigt hat, 2 Minuten bevor er erschossen wurde, drüben in der Kneipe. Vergessen? Sie waren wohl scharf auf die Kleine. Und gerissener sind Sie auch, als ich dachte. Sie haben mich glatt in das Licht geführt. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich gerissen bin. Der Max mag sie, weiß nicht warum, aber er findet sie gut. Sie haben die ganze Zeit gewusst, was gespielt wird. Wer die Dame war, wer Waldo war. Dass er hier im Haus wohnte und dass er einen umgebracht hat. Irgendwie hat ihm diese Dame dazwischen gefunkt. Er hat sie gesucht. Und bevor er sie gefunden hatte, traf er einen alten Kumpel, der eine alte Rechnung mit Waldo beglichen hat. Sie, Dalmes, Sie haben diese Dame dann auch getroffen und ihr versprochen, dass Sie dicht halten werden. So verdienen sich Kerls wie Sie eben Ihre Brötchen, stimmt's? Stimmt, genau. Nur habe ich alles erst vor kurzem erfahren. Wer war denn Waldo?
Waldo Rattigan, ein billiger Fensterkletterer mit ein paar Vorstrafen. Bei einem Banküberfall in Michigan war er der Fahrer. Er hat später gegen die Bande ausgesagt und dafür Straffreiheit gekriegt. Einer aus dieser Bande war Al Tassilore, der Killer aus der Kneipe. Wir nehmen an, dass seine Begegnung mit Waldo reiner Zufall war. Danke, Ibarra. Kann ich rauchen oder wird Kopernik mir die Zigarette aus dem Mund treten? Aber sicher können Sie rauchen. Der Max mag Sie tatsächlich. Ich begreif's nicht. Sam, ich finde, du übertreibst es ein wenig mit diesem Max. Ich mag's nicht, wenn's auf mich angewendet wird. Ist mir egal, was du magst, Max. Also weiter. Als wir diese beiden Lumpen identifiziert hatten, haben wir uns gedacht, dass wir ihnen nochmal einen kleinen Besuch abstatten, Delmas. Ich greife mir eins von Waldos Leichenhallenfotos und reine Routine. Wir holen den Hausverwalter aus dem Bett. Und tatsächlich, er kennt Waldo. Als A.B. Johnson in Apartment 31. Also wir gehen rein und finden da einen Toten. Erdrosselt. Neben dem Toten einen Gürtel. Wohl die Mordwaffe mit massig Abdrücken von Waldo drauf. Na, das ist doch was. Ich dachte schon, ich hätte ihn ermordet. Wir haben noch mehr auf Lager. Wir haben Waldos Wagen gefunden. Und das hier war drin. Hübsch, ne? Fällt Ihnen dazu vielleicht was ein? Ja, hübsch. An den Perlen hängt eine Menge dran. Müssen ein Haufen Geld wert sein. Vielleicht $100, eine gute Imitation. Hm? Woran erkennen Sie das? Oh, ich kenne mich aus mit Perlen. Die hier sind gut gemacht. Die Art, wie Frauen sie sich oft selber anfertigen lassen. Als Versicherung sozusagen. Aber sie sind eben glatt wie Glas. Echte Perlen sind kiesig zwischen den Zähnen. Sie können es probieren. Hm. Würden Sie sagen, wir 15 Riesenkosten, wenn sie echt wären? Gut möglich. Ist aber schwer zu sagen. Hängt von zu vielen Dingen. Schluss jetzt. Damals erzählen Sie endlich Ihre Geschichte. Sie haben die Perlen in Waldos Wagen gefunden. Auch irgendwelche Papiere? Keine Papiere, nur Perlen. Okay. Diesmal ließ ich bei meiner Geschichte nichts aus. Als ich berichtete, wer die Dame im blauen Seidengrip und dem Bolero-Jäckchen war und dass ich sie als ein feines Mädchen einschätzte, lachte Kopernik spöttisch. Das konnte mir jetzt egal sein. Ich hatte ihn in der Hand. Er brauchte es nur noch zu kapieren. Nach meinen nächsten Sätzen hatte er es kapiert. Ich fuhr fort, von Lolas stets gesicherter Waffe zu sprechen und davon, dass er sich im Nebenzimmer versteckte, als der Killer an meiner Tür klingelte. Kopernicks Gesicht gewann auf einmal einen versteinerten Ausdruck. Zuletzt war etwas Grauenhaftes in seinen Zügen. Ich erzählte, dass Lola aus dem Nebenzimmer gekommen war und mir das Leben gerettet hatte. Ist das alles? Nicht ganz. Als ich zum zweiten Mal vom Headquarter kam, war Mrs. Basley wieder da. Das erste Mal war sie gekommen, um Waldo zu treffen und ihre Perlen zurückzukaufen. Waldo war früher mal ihr Chauffeur und nannte sich Joseph Donut. Irgendwie war dahinter gekommen, dass die Perlen aus einer alten Romanze stammten. Mrs. Basleys Mann feuerte Waldo, weil er fand, Waldo sehe für einen Chauffeur eine Spur zu gut aus. Ja, bevor Waldo die Koffer packte, sackte er die Perlen ein und bot sie Mrs. Basley für 15 Riesen an. Sie meinen, Waldo wusste gar nicht, dass er es mit einer Imitation zu tun hatte? Kann sein. Vielleicht hat er das Original auch verscherbelt und diese hier anfertigen lassen. Vielleicht. Waldo hat aber nicht bloß die Perlen mitgehen lassen, sondern dazu noch irgendwelche Papiere, aus denen davor geht, dass Mr. Basley eine Frau aushält. Er hat dann Mann und Frau gleichzeitig erpresst, ohne dass einer vom anderen wusste. So, soweit alles mitgekriegt? Ich schon. Machen Sie bloß weiter, verdammt. Mrs. Basley sagte mir noch, in welchem Apartment Waldo wohnte, und sie bat mich, dort nach ihren Perlen zu suchen. Aber ich fand nur den kleinen, braun erdrosselten Mann. In seiner Tasche steckten nagelneue Packardschlüssel, und es war nicht schwer, den dazugehörigen Wagen zu finden. Den brachte ich dahin zurück, wo er herkam, nämlich zu der Frau, die von Mr. Basley ausgehalten wird. Nach einigem Hin und Her erzählte Basley mir, dass er einen Freund in diesem Packard zu Waldo geschickt hatte, um die Papiere zurückzukaufen. Aber dieser Freund wollte wohl mit seiner Kanone kaufen, anstatt mit Mr. Basleys Geld. Daraufhin hat Waldo ihn kalt gemacht. Und das ist jetzt alles? Alles. Was verlangen Sie? Das ist gut. Dieser Schleicher fällt auf irgendeine Rumtreiberin rein, verstößt so ziemlich gegen das ganze Gesetzbuch und du fragst ihn, was er verlangt. Ich werde ihm geben, was er braucht. Ich glaube, du wirst ihm ein sauberes Unbedenklichkeitszeugnis ausstellen und ihm auch das zugestehen, was er verlangt. Er hat dir nämlich eine saubere Lektion in Polizeiarbeit erteilt. Also, Mr. Damas, was verlangen Sie? Was da auf dem Schachtisch liegt.
Den Hut, die Jacke, die Perlen und dass ein paar Namen nicht in die Zeitungen kommen. Ist das zu viel? Und ob? Mir gefällt viel besser, dass Sie eine Portion Blei in die Kutteln kriegen. Weil Sie sich der Verhaftung widersetzt haben, zum Beispiel. Mir gefällt das besser, weil es bereits einen Bericht über die Verhaftung eines Killers gibt, bei der ich eine gewisse Rolle spiele. Mir gefällt es einfach besser, wenn Sie nicht mehr lang genug leben, um sich darüber schieflachen zu können, Freundchen. Du hast hier zwei Fälle, die vollständig gelöst sind, Sam. Dafür musst du nur einigen wertlosen Krempel hier lassen und einige Namen aus den Akten der Staatsanwaltschaft raushalten. Meine Idee gefällt mir besser. Und wehe, wenn du mich nicht deckst, Max. Wenn die Öffentlichkeit von der Frau Wind bekommt, stehst du als Lügner da, der ein falsches Protokoll abgeliefert hat und der seinen Kollegen betrogen hat. In einer Woche wird man im Präsidium nicht mal mehr deinen Namen nennen. Schon beim Gedanken daran wird allen schlecht werden. Zum ersten Mal kam Bewegung in Ibarra. Er stand auf und ging auf Kopernik zu. Die Pistole fuhr zu ihm herum und ich konnte sehen, wie sich Kopernicks knochiger Finger weiter um den Abzug krümmte. Mein Nacken war so nass wie eine Hundeschnauze. Ibarra machte 4 ruhige Schritte. Kopernik war ein Mann ohne den Hauch einer Bewegung, ein Mann aus Stein. Ibarra tat einen weiteren Schritt und ganz plötzlich begann die Pistole zu zittern. Nach einem zusätzlichen Schritt gab Kopernicks Mund ein keuchendes, luftschnappendes Geräusch von sich. Dann, als hätte er einen Schlag auf den Kopf bekommen, sackte er zusammen und ließ sich auf den Stuhl fallen. Ich atmete tief durch. Steck sie weg, Sam. Wenn du klaren Kopf behältst, geht alles glatt. Es ist der Wind, Sam. Wir wollen es vergessen. Okay. Mr. Dimers, ich würde ebenfalls eine Menge für eine Frau tun, die mir das Leben gerettet hat. Ich schlucke das Menü, das Sie uns angerichtet haben. Aber dass es mir schmeckt, können Sie von mir als Polizist nicht verlangen. Danke, Ibarra. Der Mann in Apartment 31 heißt Leon Adilis. Er arbeitet im Spezia-Club. Danke. Gehen wir, Sam. Und noch eins. Es ist mir bei der Sache nicht um Geld gegangen. Die Basilis wohnen 212 Fremont Place. Sie können ihr die Perlen bringen. Wenn der Name Basili rausbleibt, kriege ich 500 da. Die gehen an den Polizeifonds. Ich bin gar nicht so gewieft und clever, wie Sie vielleicht denken. Es ist einfach alles so gekommen. Der Wind. Und Ihr Kollege ist ein Lump. Bringen Sie ihr die Perlen selber. Und das mit den 500 ist in Ordnung. Der Fonds hat sie verdient. Ich öffnete mein Fenster und steckte den Kopf hinaus und sah dem davonfahrenden Streifenwagen nach. Der Wind blies scharf herein und ich ließ ihn blasen. Ein Bild fiel von der Wand, 2 Schachfiguren rollten vom Tisch und Lola Basilis Jacke hob sich und zitterte. Ich schloss das Fenster wieder und trank ein wenig Scotch aus einer Flasche, die Kopernik übersehen hatte. Dann rief ich eine Nummer in West Los Angeles an und teilte Mr. Basili mit, dass er einen Scheck über $500 ausstellen konnte. Dann wählte ich Lolas Nummer. Hallo? Dimers, alles okay bei Ihnen? Ja, ich bin allein. Folgendes, ich habe etwas gefunden. Hm. Oder besser die Polizei. Ihr lieber Chauffeur scheint sie betrogen zu haben. Ich habe ja eine Schnur mit Perlen, aber echte sind es nicht. Die hat er wohl verkauft und für sie hat er eine Imitation anfertigen lassen. Allerdings mit der Originalschließe. Tja, das war's dann wohl. Kann ich wenigstens die Schließe haben? Ja, na klar. Wollen wir uns morgen im Esquire Club treffen? In der Bar um 4. Hm, ich habe Zeit. Frank ist immer noch auf seiner Tagung. Naja, so Tagungen haben es in sich. Bis morgen. Sie wünschen? Wie gut sind die hier? Ganz gut. Für eine Imitation. $80. Okay. Ich brauche eine Kette genau wie diese, mit dieser Schließe dran. Und zwar schnell. Was denn? Genau wie diese? Das wird aber eine Weile dauern. Hier bei uns werden solche Glasarbeiten nicht hergestellt. Wenn Sie ein genaues Duplikat haben wollen, dauert es wohl 3 Monate. Nicht 3 Monate, heute Nachmittag um 3. Daraus wird nichts. Bis heute Nachmittag kann ich Ihnen bestenfalls eine Kette anfertigen, die fast so gut ist wie diese. Nicht ganz so gut, verstehen Sie? Nicht so gutes Glas. Wie ähnlich wird sie denn ausfallen? Um die Wahrheit zu sagen, Sie werden kein neugeborenes Kind damit täuschen können. Tja. Machen Sie sie trotzdem. Und diese Schließe dran. Und die anderen Perlen will ich natürlich auch wieder haben. Natürlich. 3 Uhr.
Hallo, Mrs. Basili. Mr. Dermas, das ist alles sehr lieb von Ihnen. Was wollen Sie trinken? Nichts, danke. Wenn Sie heute schon in die Zeitung gesehen haben, werden Sie wissen, wie alles gekommen ist. Ich kann es Ihnen noch genauer erklären, wenn Sie wollen. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Aber nochmal vielen Dank. Ach, bitte zeigen Sie mir die Perlen. Natürlich. Bitte. Ja, Sie hatten recht. Das sind nicht die Perlen, die mir Stan geschenkt hat. Aber die schließe immerhin. Sie wissen gar nichts von mir. Sie haben gestern Abend das Leben gerettet und wir waren uns einen Augenblick nah, aber nur einen Augenblick. Sie wissen immer noch nicht das Geringste von mir. Im Präsidium arbeitet ein Beamter namens Ibarra, ein Mexikaner. Das nur, falls Sie sich vergewissern wollen. Seien Sie nicht albern, es ist alles vorbei. Die Perlen waren nur eine Erinnerung. Ich bin zu jung, um von Erinnerungen zu leben. Vielleicht ist es am besten so. Ich habe Stan Phillips geliebt, aber er ist tot. Schon lange. Heute Morgen hat mein Mann mir eine überraschende Mitteilung gemacht. Er will sich von mir trennen. Nicht unbedingt mein Tag heute. Tut mir leid. Heute kann man dazu nichts sagen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Vielleicht auch nicht. Ich bewege mich nicht regelmäßig in Ihren Kreisen. Viel Glück. Und Sie wollen wirklich nichts trinken? Wenn Sie mal jemand belästigt, lassen Sie es mich wissen. Ich verließ die Bar, ohne mich nach ihr umzusehen, stieg in meinen Wagen und fuhr fast bis nach Malibu. Der Wind hatte sich inzwischen völlig gelegt. Der Himmel war grau und ruhig. Das Meer sah kühl aus und träge. Ganz so wie immer. Ich setzte mich auf einen großen Felsen und schaute ein Weilchen aufs Wasser hinaus. Dann zog ich die Schnur mit der täuschend echten Imitation aus der Tasche, löste den Knoten auf einer Seite und ließ die Perlen eine nach der anderen in meine linke Hand schlüpfen. So saß ich eine ganze Weile ziemlich reglos und überlegte. In Wirklichkeit gab es gar nichts zu überlegen. Ich war ganz sicher. Ich ließ Lola Baselis Perlen eine nach der anderen ins Wasser schnellen. Es gab viele kleine Platscher und die Möwen stiegen auf und stießen auf die Platscher nieder. Dem Andenken an Lolas große Liebe, an Mr. Stan Phillips, sagte ich laut. Er war auch bloß ein Angeber.